zusammen, die Winterzeit bricht ja an. Das heißt für manchen von uns leider, dass man sich vor dem Winterblues schützen muss, beziehungsweise Winterdepressionen vorbeugen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich zum Pendant zu meinem Horrorfilm-Video ein Filmtipps-Video mit Feel-Good-Filmen. Das bedeutet Filme, die die Seele beflügeln, die einen einfach gute Laune bringen. Und zwar mache ich wieder verschiedene Kategorien, so dass wirklich für jeden Geschmack was dabei ist. Und obendrauf gibt es noch eine Feel-Good-Verlosung. Und zwar gibt es ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk für euch. Die folgende Review reflektiert nur meine eigene Meinung. Chrissys Kopfkino. Keine Filmkritikerin. Nur ein Mädel, das auf Filme steht. Dramödien. Lustige Filme, die das Herz berühren. Pleasantville. Der Streit um eine magische Fernbedienung führt dazu, dass ein Geschwisterpaar in der perfekten Welt der Schwarz-Weiß-TV-Serie Pleasantville landet und dadurch zuerst lustige und dann rührende Veränderungen in der heilen Scheinwelt provoziert. Ein modernes Märchen über den Mut, seinem freien Willen zu folgen, darüber, dass man keine Angst vor dem Ungewissen haben braucht und eine Reflexion der guten Seiten unserer Realität und Möglichkeiten außerhalb der Komfortzone. Filmmagie, die Farbe ins Herz zaubert. Moonrise Kingdom. Jeder Wes Anderson-Film hat für mich durch seinen urigen Anti-Mainstream-Erzählstil und hippen Retro-Look was Gemütliches, Herbstliches oder gar Weihnachtliches. Und Moonrise Kingdom ist für mich einer seiner schönsten Werke über den Ausriss aus der Unschuld. Was eine gute Überleitung für die nächste Feel-Good-Kategorie ist. Coming of Age – Filme übers Erwachsenwerden. Almost Famous. Ein 15-jähriger Schulreporter darf eine Rockband auf Tour begleiten und begegnet dabei unter anderem der geheimnisvollen Groupie-Prinzessin Penny Lane. Der Film, der nicht nur das Rock'n'Roll-Feeling am authentischsten rüberbringt, sondern auch den Freiheitsdrang und die Sehnsüchte der Jugend mit voller Leidenschaft für Musik und fürs Leben. Der Hauptdarsteller Patrick Fugit spielt übrigens auch im nächsten Filmtipp eine Rolle. Safe. In dieser herrlichen Christensatire gibt es ein Wiedersehen mit Kevin-Allein-zu-Haus-Star Macaulay Culkin sowie Mandy Moore als saulustigen Jesus-Freak und eine immer glänzende Jenna Malone in der Hauptrolle. Humorvoll und voller Herz wird der Glaube an festgefahrene Werte und Vorurteile hinterfragt und wie viel Moral wirklich gut ist auf dem Weg der Selbstfindung. Lady Bird. Mein Lieblings-Coming-of-Age-Film kam erst dieses Jahr heraus und gibt durch liebevolle Regie und Schauspielperformances perfekt die Gefühlswelt eines erlebnishungrigen Mädchens wieder. Obwohl die Vorstellungen der Teenager auf harte Realitäten treffen, verliert der Film nie seine Leichtigkeit und ist ein absolutes Must-See in diesem Genre. Nicecore – Warmherzigkeit gegen dunkle Zeiten. Paddington 1 und 2. In diesem Video dürfen natürlich die Filme, die in Anti-Trump-Zeiten das neue Genre Nicecore geboren haben, nicht fehlen. Paddington 1 ist schon ein warmherziges Familienabenteuer mit tollen Helden und genauso tollen Bösewichten. Und der Nachfolger setzt in allen Klassen noch einen drauf. Von Inszenierung über Kulissen bis hin zur Animation des herzerobernden Bärens sind die Paddington-Teile bis ins kleinste Detail einfach nur wunderschön realisiert und genauso liebevoll erzählt. Der schöne Stil ist inspiriert von Wes Anderson-Filmen und von folgendem Meisterwerk. Die fabelhafte Welt der Amelie. Einsamkeit war nie schöner. Amelie lädt uns in ihre verspielte Fantasie- und Gefühlswelt ein und lässt uns durch ihre Augen die Welt in einem einzigartigen Licht sehen. Zeichentrick- und Animationsfilme. Für Zeitreisen in eine sorgenfreie Kindheit. Und zu dieser Kategorie eine persönliche Anmerkung von mir. Natürlich fällt da einem sofort jeder Disney-Trickfilm und jeder Disney-Pixar-Animationsfilm ein. Aber da ich mich nicht entscheiden konnte für 2, 3, weil ich wirklich alle gute Laune machen und ein wunderschönes Gefühl fürs Herz geben, muss ich hier wirklich alle empfehlen. Weil es auch so ist, dass die meisten von uns ja tatsächlich fast alle Disney- und Disney-Pixar-Filme gesehen haben, oder? Und falls nicht, schaut sie euch alle an. Ansonsten gibt es hier noch weitere Trick- und Animationsfilmtipps für euch. Mein Nachbar Totoro. Der wohl süßeste und friedlichste Film aus dem wunderbaren Haus Studio Ghibli schafft es, dass man sich wieder wie ein unbeschwertes Kind fühlt. Voller Fantasie und mit dem knuddeligen Totoro, dem wohl beliebtesten Fantasiewesen aus Japan. Drachenzähmen leicht gemacht.
einer meiner Lieblingsanimationsfilme außerhalb von Disney Pixar. Ein Abenteuer, das einen lehrt, was wahre Freundschaft ist, wie stark es ist, sich selbst treu zu bleiben und dass jeder einen Süßen ohne Zahn haben sollte. Your Name. Der erfolgreichste Film Japans aller Zeiten kam dieses Jahr mit seinen atmosphärisch starken Bildern in unsere Kinos und erzählt die Geschichte über einen Körpertausch zwischen einem Dorfmädchen und einem Jungen aus Tokio. Spirituell, modern und mit Hang zum Kitsch erhält man hier ein Bewusstsein über den Wert der Zeit. Komödien. Lachen ist die beste Medizin. Clueless. 90er Jahre Popkult at its best. Überspitzt und kunterbunt wird man hier hineingezogen in die verwöhnte Welt der Highschool-Elite. Super frech und super stylisch thront dieser Film unerreicht an der Spitze aller Girly-Komödien und hat gerade wegen der satirischen 90s-Vibes mittlerweile Kultstatus erreicht, sodass diesen Retro-Streifen nicht nur jedes Mädel, sondern auch jeder Filmkenner gesehen haben sollte. Ein reinster Diss ist es, dass man es wagt, von diesem perfekten Genre-Hit ein Remake zu machen. Superbad. Hiermit gibt es direkt die männliche Antwort auf Clueless. Getrieben von ihrer Gier auf Mädchen geben drei Außenseiter wirklich alles, um Alkohol für eine Party zu besorgen und erleben den abgefahrensten Tag ihres Lebens. Crazy, not sexy, aber definitiv unnachahmbar cool. Rom-Com. Liebesfilme für die Lachmuskeln. Harry und Sally. Verliebt in den besten Freund oder die beste Freundin. Ein Klischee, das sich sehr oft als Wahrheit entpuppt und in diesem Film auf die sympathischste Weise durch charismatisches Schauspiel und schlagfertiger Dialoge erzählt wird. Verrückt nach Mary. Wie lustig es sein kann, wenn man seine Jugendliebe einfach nicht vergessen kann, zeigt uns dieses Meisterwerk für die Lachmuskeln. Mit kreativem und derbem Humor ist es kaum möglich, bei dieser charmanten Komödie nicht zu lachen oder nicht gute Laune zu kriegen. Musicals. Denn Musik heilt die Seele. Grease. Die klassische Teenie-Romanze, präsentiert als stimmungsgewaltiger poppiger Rock'n'Roll-Tanzfilm, ist bekannt als Musical-Film mit den erfolgreichsten Einspielergebnissen. Und das zu Recht. Singing in the Rain. Hier sind sich die härtesten Filmkritiker einig. Dieser Klassiker aus den 50ern ist das Paradebeispiel eines Feel-Good-Movies und die Geschichte über die Filmindustrie und ihre Stars trotzt nur so voller Lebensfreude und beschenkte uns mit dem unbeschwertesten Filmlied aller Zeiten. Und jetzt gibt es am Rande noch zwei Serientipps von mir. Und zwar, zum einen geht zur Herbst- und Winterzeit immer folgende Serie. Gilmore Girls, da kriegt man so richtig Bock, sich mit einem schönen heißen Kakao irgendwo einzumuckeln und Filme zu gucken. Und es ist auch eine sehr, sehr gut geschriebene Serie, also sehr, sehr kesse Dialoge und sehr schlagfertig und sehr charmant und hat so ein bisschen heile Weltstimmung. Außerdem eine Sitcom, die immer gute Laune macht und die ich tatsächlich erst dieses Jahr angefangen habe zu gucken, ist die 90s-Hit-Serie Friends, die alle kennen. Ich kannte sie auch immer und habe erst jetzt angefangen, sie durchzusuchten. 10 Staffeln, da wird man so schnell nicht einsam. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk für euch. Nämlich ein Weihnachtsgeschenkpaket zu einem Weihnachtsfilm, der jetzt im Kino startet. Und falls ihr wissen möchtet, um welchen Film es überhaupt geht und was es zu gewinnen gibt, checkt mal den Verlosungslink in der Infobox. Ansonsten, was auch gegen Winterblues helfen kann, ist, sich eine schöne Gute-Nacht-Geschichte von mir vorlesen zu lassen. Und zwar werde ich am Montagabend aus diesem Buch für euch vorlesen, damit ihr vom Alltagsstress abschalten könnt. Und falls ihr aber nichts Harmonisches, Chilliges machen wollt, sondern Spannung wollt, dann findet ihr hier noch mein Horror-Filmtipps-Video, falls ihr noch nicht alle Filmtipps durchgecheckt habt. Und auch weitere Filmtipps in dieser Playlist. Demnach wünsche ich euch viel Spaß beim Filmeschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!